Und damit begrüße ich euch auf das Allerintensivste hier auf meinem Kanal Dennis Gaming zu einer neuen Runde LS19 in einem in Anführungszeichen neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar auf der Karte Eiershold. Deswegen in Anführungszeichen, da ich auf dieser Karte schon gewesen bin. Und zwar letztes Jahr, Ende letzten Jahres muss das gewesen sein. Damals war es ein Multiplayer-Projekt. Es war sogar das erste Multiplayer-Projekt überhaupt auf meinem Kanal. Und genau an dieser Stelle hier, genau jetzt hier, wo ich stehe, habe ich damals auch gestanden. Und hinter mir haben dann zwei Mitspieler gestanden. Und zwar der Nick und der Yannick. Die sind diesmal nicht dabei. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach diese Karte nochmal zu spielen. Ausgiebig und ausführlich zu spielen. Zum einen, weil sie mir sehr gut gefällt. Und zum anderen, weil ich nochmal Lust hatte, jetzt im LS19 so ein richtig schönes Seasons-Projekt zu machen. Ja, ihr seht es am HUD. Wir spielen hier also tatsächlich mit Seasons und Precision Farming. Es ist alles irgendwie drauf. Ich habe das zwar auch in dem RP-Projekt auf der Bergisch Land mit drauf alles, aber da kommt es natürlich nicht so zur Geltung, da es in dem RP mehr darum geht, eine Story zu erzählen. Immer wieder kleine Geschichten zusammen zu fassen und zusammenzufügen und so weiter. Und da rückt dann sowas wie Seasons, Precision Farming und so weiter etwas in den Hintergrund. Nicht nur für euch beim Zuschauen, sondern auch für mich beim Spielen. Und deswegen wollte ich einfach die Gelegenheit jetzt nutzen, nochmal auf der Eiershold mit Seasons, mit Precision Farming, Proceed und so weiter, das einfach nochmal zu spielen. Ich denke, das wird mir sehr viel Spaß machen. Ich werde sehr viel lernen müssen und auch sehr viel lernen. Und das wiederum hilft dann allerdings auch in dem RP-Projekt. Da muss ich nicht in der Aufnahme unterbrechen und weiß nicht, irgendwas nachgoogeln, wie etwas funktioniert bei Proceed oder so. Oder mich vorher nochmal eine Stunde damit befassen, weil wir werden das hier in diesem Let's Play zusammen rausfinden. So, und jetzt habe ich schon 2,5 Minuten gequatscht, ohne dass was passiert ist. Deswegen fangen wir jetzt an. Wir werden in dieser Folge nicht so viel machen. Es geht hier erstmal darum, eigentlich euch zu zeigen, welche Fahrzeuge ich geholt habe. Denn ich habe schon welche geholt und ich habe auch, das sage ich gleich vorweg, nicht die kleinsten genommen. Denn wir gehen mal auf die Übersichtskarte. Die Felder sind wirklich groß. Und selbst diese kleinen Felder wie die 31 ist immer noch sehr, sehr groß. Ja? Also es sind wirklich Dimensionen hier, da brauche ich nicht mit einem Drescher mit 4 Meter Arbeitsbreite kommen. Da wären wir 20 Folgen nur am Dreschen. Und wer das Multiplayer-Projekt gesehen hat, der weiß das nämlich. Da haben wir nicht mal mit 4 Meter, sondern ich weiß gar nicht, mit 9 oder so. Und waren trotzdem 6 oder 7 Folgen auf der 29. Ne? Also, wie gesagt, deswegen nicht die kleinsten Fahrzeuge, auch nicht die größten. Ich habe auch noch nicht alles. Das heißt, alles, was so für die Tiere ist später, Kühe, Schafe, Entschuldigung, Schweine etc. pp. Das ganze Equipment haben wir nicht. Das müssen wir uns kaufen. Aber ich habe halt alles, was man so sonst braucht. Traktor, Drescher, Grubber, Pflug, Sämaschine und so weiter. Und das gehen wir mal so ein bisschen durch. Welche Felder wir haben, da werde ich jetzt nicht hinlaufen. Das zeige ich euch mal eben schnell. Wir haben einmal die 30. Wir haben die 10. Und wir haben hier mit der 27 eine Wiese. Mehr habe ich nicht genommen, bewusst. Denn wir werden mit diesen Feldern genug zu tun haben. Und falls wir dann noch genug Zeit haben, können wir auch Missionen machen oder eben noch kleinere Felder kaufen. Dadurch, dass aber ich selber auch noch vieles erlernen muss bei Seasons, beziehungsweise bei Proceed, bei Precision Farming, wird auf jeden Fall viel Zeit schon draufgehen bei diesen 3 Feldern, beziehungsweise 2 Feldern und einer Wiese. So, genug gelabert. Wir fangen an. Ich weiß, ich fahre den auch im RP-Projekt, aber ich finde den halt mega cool. Und deswegen habe ich mir diesen Ford Super Duty geholt, plus einen Service-Anhänger. Das ist hier das Auto von Oma. Ne? Steht hier immer noch. Diese Hallen hier hinten, die gehe ich jetzt nicht extra ab. Die sind alle leer, die werden wir mit der Zeit auch noch kennenlernen. Diese Halle ist leer. Die Halle dahinter ist leer. Das Silo, da sind ein paar Sachen drin, nicht viel. Können wir mal eben kurz raufgehen. Ja, das ist so vom Start her. So ein bisschen was drin. Ich glaube, hier hinten war jetzt nichts mehr. Ach doch, hier auch noch ein bisschen was.
ja, das ist nicht viel, deswegen lasse ich es da drin. Da hinten haben wir noch eine Werkstatt und so weiter, einen Waschplatz, da ist aber auch noch nichts drin. Hühnerstall, also Tiere sind, wie gesagt, noch gar keine vorhanden. So, hier haben wir einen kleinen Teleskoplader mit Gabel, hier haben wir einen Frontlader mit Schaufel. Ansonsten, achso, und da hinten haben wir dieses, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Messsonde oder so, für Precision Farming, die brauchen wir ja, zum Feldproben entnehmen. Das ist auch eins der ersten Sachen, die wir machen werden. So, dann haben wir, wo haben wir was drin? Hier haben wir was drin, hier haben wir einen Drescher drin. Ja, hier haben wir den Rostelmesh RSM 161 mit einem Sonnenblumen- und Mais-Schneidwerk, sowie, da komme ich gleich zu, und dem normalen Schneidwerk hier vorne stehen. Da habe ich gedacht, das können wir einfach hier stehen lassen. Das brauche ich jetzt nicht da jedes Mal reinrangieren. Wir haben hier natürlich eine Feldspritze. Wir haben einen, einen Striegel. So, das ist ein Striegel hier. Sieht nicht so aus, ist aber tatsächlich so. Ne? 7,2 Meter ist nicht der größte. Jetzt habe ich euch die Fahrzeuge schon gespoilert, ne? Ist auch gut. Richtiger Fuchs bin ich. Hier haben wir einen Wender stehen aus dem Querneland DLC. Machen wir das Türchen zu. Dann gehen wir erstmal hier oben hin. Die ganzen Hallen, die hier hinten noch sind. Also da, diese Halle, die Halle und die, die da ganz hinten noch ist, die sind auch leer. Da ist nichts. Hier habe ich so ein bisschen Mähtechnik stehen. Mähwerk, Schwader, Dünger bzw. Kalkstreuer. Wir haben hier Grubber und Flug bzw. Tiefenlockerer und Grubber. Und zwei Sämaschinen, ja. Einmal die normale und einmal die Einzelkorn-Sämaschine. Werden wir beide brauchen, auf jeden Fall. Möchte ich beide benutzen. Ach, wir können auch hier lang. Komm, wir gehen hier durchs Gebüsch. Upsala. Na, also erste Folge ist erstmal so ein bisschen zeigen, was wir haben. So, hier haben wir einen Pöttinger Ladewagen. Wir haben ein Crosetto. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Kipper. Und wir haben hier auch nochmal den Acroliner. Werden wir auch brauchen. Hier ist sonst noch gar nichts. Auch da in der großen Halle steht nichts drin. Wir haben noch keinen Häcksler. Werden wir aber auf jeden Fall uns erarbeiten. Sagen wir es mal so. Und hier drin habe ich drei Traktoren. Ja, vielleicht habt ihr sie gerade schon gesehen. Ich war ja sehr schlau. Wir haben hier einen kleinen Fendt 724 Vario. Und zwar ist das der, wir können mal reinhüpfen. Der wunderschöne mit Fendt One. Ja, sehr schönes Gerät auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Und des Weiteren haben wir hier einen John Deere 6250R aus dem John Deere Pack von IFCO. Auch ein wunderschöner Traktor, wie ich finde. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wollte eigentlich einen Deutz nehmen, statt diesem Fendt. Und zwar den, kann ich euch mal gerade zeigen, den, wo ist er? Hier, den 6er. Das Problem ist, offenbar funktioniert Cosplay mit dem nicht. Ich konnte Cosplay nämlich nicht öffnen, als ich in diesem Traktor war, und den finde ich nicht so schön. Das wäre auch die Alternative gewesen, aber den finde ich nicht so schön. Dafür habe ich, glaube ich, ein... ja, den haben wir, den 9er. Den suche ich mir aber noch raus. Ne, den habe ich schon, genau, so rum war es. Den habe ich schon als Mod drin. Den werden wir uns natürlich mit der Zeit holen. Ist so meine Idee. Aber natürlich ist auch hier so ein... 1000er Fendt Vario... Auch mit Fendt One, also es ist vom gleichen Modder hier. Könnt ihr einmal draufschauen. Julian FM, nee, Julian F Modding, so rum. Der hat den gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link mal in die Beschreibung. Auch ein schickes Gerät. Und wir haben hier einen Massey Ferguson. Das ist so ein bisschen unser Zugpferd. Der 8740S. Und ist, ich wollte in den Massey Ferguson, bitte. Vielen Dank. Auch ein wunderschönes Gerät, finde ich. Also, herrlich.
Oder? Also, ist doch ein schickes Teil. Ne? So. Dann habe ich euch, glaube ich, alle Fahrzeuge gezeigt, die wir haben. Ja, es sind nicht viele. Aber es sind ein paar. Des Weiteren haben wir natürlich Kredit. Und zwar haben wir 500.000 ausgereizt. Weil höher geht es hier nicht. Insgesamt haben wir allerdings 3 Millionen. Ja, das heißt, diese 3 Millionen, das müssen wir uns merken, die müssen wir natürlich zurückzahlen. Und ich weiß noch nicht genau, ob wir da versuchen, irgendwie wöchentlich was zurückzuzahlen oder pro Folge oder ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten handhaben. Auf jeden Fall werden wir da was zurückzahlen, auch diese kompletten 3 Millionen. Und diese 500.000, die lasse ich so lange da, bis die fiktiven 2,5 Millionen auch weg sind. Ja, ich werde mir das aufschreiben. Wenn ich ganz große Lust habe, packe ich da so ein Dokument in die Videobeschreibung, wo wir das dann, oder wo ihr das dann auch sehen könnt. Ja, das ist so alles, was wir haben bisher. Natürlich haben wir auch den Hof, den habe ich gekauft, sonst könnte ich die Türen nicht öffnen. Und hier habe ich einfach, ich habe hier richtig Bock jetzt mal so richtig viel zu lernen. Tatsächlich. Also es wird auf jeden Fall viel Lernerei sein. Und da freue ich mich richtig drauf. Und da werden wir in der nächsten Folge nämlich auch richtig starten. Wir werden auf jeden Fall als allererstes müssen wir Bodenproben nehmen. Wir werden unsere Felder pflügen müssen. Wir werden schauen müssen, was wir anpflanzen können und oder wollen. Wir können ja zum Beispiel das, was hier blau hinterlegt ist, das können wir nicht aufgrund der Temperaturen. Wenn ich das habe ich soweit schon gelernt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr seid herzlich eingeladen, mir mit Tipps und Ideen und Hilfestellungen in den Kommentaren unter die Arme zu greifen. Und da würde ich mich freuen, wirklich, gerade wenn ich Fragen habe, wenn ihr sie beantworten könnt und sie mir dann auch beantwortet. Ich würde sagen, so als kleine Einführungsfolge soll es das gewesen sein. Das ist so ein bisschen eine Preview-Folge. Und in der nächsten geht es dann so richtig los, würde ich sagen. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.